Moin Leute, herzlich willkommen. Wir spielen wieder eine Runde Space Crew Legendary Edition. Wir haben jetzt mal gesagt, wir gehen diesmal in Außenteam-Mission rein, auch wenn es mittleres Risiko ist. Wir gucken mal, was passiert. Raumteleskop der UF wurde vom Feind übernommen, gelangt an Bord und beschädigt die Reaktor-Kühleinheiten, um es zu zerstören. Dann gucken wir mal, was das so kann. Ein bisschen mehr Panzerung haben wir ja. Und ab geht die Post. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hin nach da. In das System Alpha erreichen. Drei Crewmitglieder müssen überleben. Okay, das hört sich so an, als wenn wir eine Menge Crewmitglieder verlieren könnten. Oder heißt es, dass wir drei mit, wenn wir mal auf den Außeneinsatz nehmen können und die alle drei überleben müssen? Auf Station landen. Okay. Scheint ja noch relativ mit Top in den Modus beschleunigte Zeit wechseln. Ja. Ist bekannt. Aber was passiert jetzt hier? Docken wir automatisch an? Ja, wir docken automatisch an. Okay, ein Raumteleskop der UDF wurde vom Feind übernommen, gelangt an Bord und beschädigt die Reaktorkühleinheiten, um es zu zerstören. Ziehe drei Crewmitglieder in den Frachtraum, um dein Außenteam zusammenzustellen. Ja, natürlich. Du, du und du. Ja, ich kann denen aber keine Waffen von hier drin mitgeben, ne? Okay, die werden dann hier automatisch ausgerüstet. Okay. Du nimmst das einfach mal mit. Kann ich? Nein, ich kann nicht mehrere, aber ich kann mit 1, 2, 3 durchtauschen. Alles klar. Kisten mit Forschungspunkten, Kisten mit Credits. Okay, das ist die Kamera. Womit geht es komisch? Okay, die kann ich anscheinend nicht aufmachen. Da ist irgendwie rot. Okay, warum? Die Steuerung ist manchmal sehr komisch. Okay, die Tür da ist noch irgendwie zu. Anscheinend müssen wir hier irgendwelche Hebel umlegen. Dann lass mich raten. Okay, jetzt geht die nächste Tür auf. Ah, okay. Okay, die bleiben umgelegt. Okay, ich dachte gerade erst. Dass die irgendwie gehalten werden müssen. Okay, da sind Gegner. Also die Kiste mit Forschungspunkten, das ist die Kiste mit Credits. Und dann müssen wir mal gucken, da unten die Gegner eben einmal wegplätten, wa? So. Natürlich da drauf stehen lassen, ne? Ich gerade schon gewundert, warum ich den nicht da lang schicken konnte. Okay. Okay, das war ja easy. Können die Verriegelung reparieren? Machen wir das mal.
Also theoretisch wäre es ja sogar eventuell clever gewesen, den Techniker mitzunehmen, ne? Ich glaube, wir machen erstmal einen für einen. Das ist Weg nach draußen, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Oh, das müsste Weg nach draußen sein. Gehen wir mit den beiden mal hier weiter. Also hier unten gibt es auch unterschiedliche Kamerageschichten anscheinend. Wenn du auf Energieleitung schießt, wird die damit verbundene Tür deaktiviert. Kühleinheit des Reaktors zerstören. Okay, also Außenmissionen gehen ja, ist ja gar nicht so schwierig wie gedacht. Ich hatte jetzt mit schwierigeren Sachen gerettet. Aber gut, das war wahrscheinlich jetzt so eine Tutorial-Außenmission, ne? Aber trotzdem habe ich das vom Risiko her, von der Einstufung her nicht verstanden. Okay, wieso sitzen die da vorne? Ich habe gerade schon gedacht, die wäre irgendwie verschütt gegangen. Haben wir das einmal im Schnellverfahren gemacht? Ausweichvermögen 0, wenn wir stehen, okay. Wenn wir gelandet sind. Irgendwie verständlich, ne? Raumteleskop zerstört. Optional, optional. Weiter. Also jetzt sollten die aber alle in Stufe aufsteigen. Und wieder neue Fähigkeiten kriegen. Nein? Okay. Hab gar nichts gekriegt. Strahlenschutzmaske. Okay, das wäre nicht verkehrt für die, die da hinten sitzen, ne? Okay, Schnellladeschilde oder Hochleistung. Gibt einen starken Spannungsbogen ab. Es besteht eine Chance, bei Zielen einen EMP-Effekt auszulösen. Effektiver gegen Schilde, weniger effektiv gegen Schiffsrümpfe und Panzer. Muss mit Reaktorenergie versorgt werden. Aber wie gesagt, ich weiß halt immer noch nicht, ob die Doppelkanone, sage ich mal, wenn man Gatling und Plasma hat, ob man dann doppelt schießt oder ob man halt nur wechselt. Ne? Das ist halt echt schwierig. So, aber ich würde der hier, glaube ich, wirklich. Die hier aufsetzen. Ist zwar nicht viel Strahlenschutz, aber. So, er ist da hinten auch recht dicht dran. Er wird die auch kriegen. Was hat er hier im Moment? Er hat im Moment die Techniker mit erhöht die Reparaturgeschwindigkeit, da bleibt er auch bei. Der hat ja dafür einen Strahlenschutzanzug an.
Ne, der macht hier, schützt ansonsten jedoch kaum Strahlung, etwas gegen Strahlung. Der ist eigentlich recht gut geschützt, der dürfte das eigentlich recht lange überleben, ne? Aber wir könnten den auch mittlerweile Waffen ausrüsten, wenn wir nochmal gekapert werden sollten. Standardschilde, Hochleistungsschilde gehen auf 1000. Boah. Ich glaube, dass die Hochleistungsschilder das sind, ne? 135. Aber es ist halt echt nix an Schild, ne? Er braucht vielleicht auch mehr Energie, ne? Mal eben gucken, Moment. Immer noch nicht, ne? Das ist so ärgerlich. Das ist doch alles so ärgerlich. Wir sollten vielleicht obwohl hier hinten macht das keinen Sinn. Hier hinten macht installiert, ja. Wieso bezahle ich für alles 750? Kann ich das nicht irgendwie zusammenhängend machen? Nee, ne? Ich weiß nicht, eigentlich will ich das dann gar nicht machen, ne? Sollen wir das einmal versuchen, dass wir bei der vorderen Waffe, das ist eine Plasmakanone. Ja, wir könnten halt, wenn wir alles Gatlings machen. Der macht 73. Ein bisschen stärker als die Maschinenkanone, aber er frisst halt auch wieder Energie, ne? Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sparen wirklich auf einen größeren Reaktor. Die Steinkräfte sind in unsere Angelegenheiten eingedrungen, begeht euch dorthin. Das sind wieder drei Sprünge. Oh Mann. Hast du nicht irgendwas Einfaches? Ja. Geringes Risiko, 1500. Na komm, wir machen das. Das ist eine schnelle Mission. Und auf geht's. Zum Ziel. Aufladen und sprengen. Okay, Gegner im Anflug. Zurück zu gespeicherten Positionen, wir haben ja gelernt, ne? Und das hier alles für rote Punkte. Ja, stimmt, das können wir auch noch machen, ne? Wir können ja noch. Überlasten. Feuer konzentrieren, Feuer konzentrieren. Ausweichmanöver.
Du musst mal eben schnell den hier wieder reparieren. Und wir können theoretisch ja nochmal hier Jägerunterstützung aufrufen. Und dann fangen wir an, defensiv zu fliegen. Du gehst wieder dahin. Im Moment sieht ja alles recht gut aus. Also treffen meine Leute nichts. So, jetzt. Ach, hier, die sind ja schon wieder direkt alle direkt vor mir, ey. Das ist halt manchmal das Witzige, ne? Dass die dann da wirklich nichts machen. Aber das haben die Schilde ja irgendwie anscheinend gut überlebt. Okay, Gegner neutralisieren sollte erledigt sein, oder? Zur Basis zurückkehren, alles klar. Den können wir mal reparieren. Ansonsten sieht aber alles gut aus. Vollständig geladen, Sprung ausführen. Zieh mich zum Aufladen zurück. Jo, der Jäger kann wieder nach Hause, wir sind auch zu Hause. Nichts Spektakuläres. Immer noch kein Level für die Jungs und Mädels. Das ist ja katastrophal, ne? Katastrophal. Aber wir können uns jetzt auf jeden Fall einen neuen Reaktor holen. So, jetzt ist nur die Frage. Ja, es steht außer Frage, wir brauchen mehr Energie, ne? Wir brauchen mehr Energie. So, jetzt können wir gucken. Die vordere ist eine Plasma. Wir könnten halt vorne einmal so eine installieren, ne? Aber die macht 74, die macht auch 74 und 71. Aber wie gesagt, das sieht so aus, als wenn wir tauschen. Wir probieren es mal aus. Wir haben das Geld ja gerade. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Mission so. Wir haben aber immer noch. Nichts Neues gekriegt, wo wir schnell durchkommen, ne? Sind halt immer ein, zwei Sprünge, ne? Aber das können wir, glaube ich, machen hier. Können wir machen das. Wir retten nochmal eine Astronomin. Dann müssten wir eventuell auch nochmal ein neues Crewmitglied kriegen, ne? So, theoretisch, die bringen mir eigentlich gar nichts auf den Dingern. So, wir nehmen aber diesmal die schnellste Route. Und gucken mal, was passiert. Na, das ist so. Er kann sie nur. Er kann sie dann wechseln. Okay. Aber ist ja auch nicht verkehrt, ne? Müssten wir halt nur gucken, was halt Schilde sind, was keine Schilde sind. Das habe ich bei den Gegnern noch nicht so ganz geschnallt. Ach so, und wir müssen vielleicht noch was beim Reaktor einstellen, ne? Wo müssen wir denn hier hin? Zum Ziel.
Wir rufen schon mal prophylaktisch die Jägerunterstützung. Lass uns hier gar nicht so großartig hops nehmen, ne? Okay. Aber das läuft doch. Okay, das war es anscheinend schon. Aber ich wollte noch mal eben kurz einmal gucken, wenn er sich da dran setzt, wie die Energie verteilt ist. Okay, Gravitation geht eh nur rein, Triebwerke 2. Nochmal denken, ob wir Triebwerke einen rausnehmen und nochmal Schilde machen. Und dann machen wir das nämlich so, ne? Mal gucken, ob das besser läuft. Ob die Schilde dann irgendwie regenerationstechnisch irgendwie besser laufen. Okay. Dann wollen wir da mal eben landen. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet, ne? Ob die Außenmission genauso easy wird oder ob die schwieriger wird. Ach ne, die müssen wir ja nur abholen, ne? Stimmt. Die müssen wir ja nur abholen. Okay, Person an Bord muss überleben. Okay, das sollte hinzukriegen sein. Ja, doch. Ich glaube, wenn sich das Ding ja selbst zerstört. Mal gucken, dass wir schnellstmöglich wegkommen und. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn das Ding explodiert und wir noch in dem Bereich sind, ne? Ah, da ist ein. Ach, wieder so eine geile Heckmission, jawohl. Okay, Jägerunterstützung können wir nicht holen. Warum auch immer wieder die auf die Idee kommen. Schießt mal lieber auf einen, wo ihr auch treffen könnt. Ja, Hauptsache, die kommen mir nicht mit ihren Dingern dran. Aber gerade keine Dingens mehr, ne? Wir sind anscheinend noch im Ausweichmanöver. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den Heck hier einigermaßen gut hinkriegen. Das ist der. Ist diesmal der. Der. Oh, fuck, 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 fuck.
Das ist gerade alles nicht so geil. Wieso legen die mir hier alles lahm, die Schweine? Okay. Na, ah, das ist doch ein schlechter Scherz, oder? So, wo hat denn jetzt die Waffe verstaut? Wo hat denn jetzt die Waffe verstaut? Will er mich jetzt veräppeln? Da. Okay, das läuft hier gerade alles nicht so geil, wie es sollte. Okay, wir haben hier gerade ganz große Probleme. Kriege ich mal nochmal ein Ausweichmanöver. Ich verstau mal das Ding. Und dann gehst du mal einmal dahin. Und der geht dahin. So, und du rufst jetzt mal hier Jägerunterstützung bitte. Was ist denn das Ding? Da ist das Ding schon wieder, ey, das gibt es doch nicht. Gib es einfach nicht, ne? Wieso komme ich denn hier nicht gegen an? Aber die Jäger müssten da auch mittlerweile da sein, oder? Wo ist denn das Phasmidensignal hin? Ist das jetzt, habe ich das jetzt irgendwie verkackt? War das nicht das hier? Okay, habe ich das jetzt irgendwie hier mit dem Hacken verkackt oder bin ich blöd? Zur Basis, Außenposten. Ich glaube, das habe ich verkackt, kann das? Ah, anscheinend. Ah, verstaunt. Aber auf deine Position, aber auf deine Position und laden. Crazy. Auch ein bisschen ärgerlich, aber. Ja, irgendwie so die richtigen Kampfmethoden habe ich noch nicht, ne? Muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Richtig, richtig warm werde ich mit der Steuerung nicht. No, scannen ist easy, aber wir werden schon wieder angegriffen. Und deswegen ist es halt überhaupt nicht easy. Da kommt wieder so ein fettes Ding, ne? Der darf auf jeden Fall nicht andocken. Kann man jetzt hier drin bleiben zum Scannen oder was? Nee, oder? Okay, gescannt ist es.
Jetzt aber ist so, okay, Asteroidengürtel, Erde, Athena-Station, ne? Ne, Moment. Ich schnapp dir mal bitte die Waffe. Den Gegner angreifen, bitte. Könntest du auch bitte treffen? Danke. Weiß halt nicht, wo die zweite Waffe hin ist, ne? Da hinten. Ach, der prügelt den. Wie geil ist das denn? Er prügelt den einfach. Ich muss die, glaube ich, echt nur einmal anvisiert haben, ne? Damit die sozusagen angeschossen werden, oder? Ich verstehe es manchmal nicht. Ups, E1 laden und weg hier. Und schnell weg. Go, go, go. Gucken, was die Belohnung ist, weil man für eine Stufe, die hat, bin ich mal gespannt, ob die höher ist als 6 oder ob die niedriger ist. Ja, ein bisschen Forschung gekriegt. Und andere hätte, glaube ich, Credits gegeben wahrscheinlich. Einen Level gestiegen, Schild überladen, Leistungsanalyse, okay. Schnelle Sprungaufladung. Die Aufladungsgeschwindigkeit für den Hypersprung stark, wenn Gegner in der Nähe sind. Analysiert die Leistung der Crew, wodurch sie für kurze Zeit mehr EP erhält. Okay, muss ich wahrscheinlich immer wieder triggern, ne? Erhöht vorübergehend die Effektivität der Schilde des Raumschiffs, was jedoch dazu führt, dass der Schildgenerator für eine gewisse Zeit Strahlung freisetzt. Ja, Strahlung ist so ein Thema, ne? Also. Ach so, okay, das ist dann einfach Ausfallwahrscheinlichkeit, wenn die auf MK2 gehen. Verbesserte Variante des standardmäßigen Triebwerks mit erhöhter Panzerung und höherem Ausweichvermögen. Für das Raumschiff wird das Triebwerk beschädigt, tritt starke Strahlung aus. Ja, das ist Strahlung ist echt ein Thema, ne? Okay. Ah. Das ist ja geil. Okay, Moment, dann gucken wir mal eben kurz. Also der Techniker sitzt sowieso immer an den Waffen. Der kriegt auch nochmal Waffenoffizier als Sekundärfähigkeit. Ein Muss. Er sitzt auch immer. Ne, er, sie, Ericsson. Ericsson, er. Er sitzt auch immer an den Waffen. Er kriegt auf jeden Fall auch den Waffenoffizier. So, die sind hier beiden hinten, wenn eh mit am Reparieren oder sonst irgendwas, ne? Dann will ich die beiden hier hinten beide mit zum Techniker machen. Und dann würde ich hier, glaube ich, wirklich sagen, dass er im schlimmsten Fall nochmal an die Schilde gehen kann, wobei das halt wenig Sinn macht. Und er im schlimmsten Fall fliegen kann. Ach, fliegen geht gar nicht. Es kann nur einen Captain geben, oder was? Anscheinend kann es nur einen Captain geben. Na, dann geht der hier nochmal für die Schilde. So, okay. Gehen auf mehr Schild.
glaube, Schild könnte OP sein. Sind jetzt hier schon wieder neue Waffen zugekommen? Raketenwerfer. Ach du Kacke, man denkt hier wäre Ende und dann kommen hier immer wieder neue Sachen dazu. Crazy. Alles halt zu teuer, ne? Weil wir können noch mal gucken. Moment, Crew-Ausrüstung. Ich weiß halt nicht, wie stark dieser kleine Phaser ist, ne? Beziehungsweise, was hatte er denn hier? Er hatte, glaube ich, genau, er hat das Reparaturtool. Was ist halt die Frage? Ach, er hat ihn schon im Holster, okay. Ich weiß halt nicht. Er hat den auch im Holster. Wieso benutzen die den nicht? Oder wieso benutze ich den denn nicht? Die haben die auch im Holster. Er ist der Einzige, der das nicht im Holster hat, okay. Ist zwar halt nur Selbstverteidigung, aber ist halt besser als nichts, ne? Ja, okay. Nee, aber gut. Genau, wir können noch mal kurz gucken, die, die wir gerade gerettet haben hier. Okay. Die ist anscheinend kein neues Crewmitglied. Schade. Und das heißt, das ist dann immer zufällig wahrscheinlich, ob man da jemanden findet, ne? Naja, gut, aber ich glaube, ich würde es hier erstmal belassen. Ich glaube auch, dass ich erstmal genug von dem Spiel habe, einblicktechnisch. Ist ganz witzig. War doch sehr repetitiv, ne? Aber gut, man grindet halt, wird besser. Ne? Von daher könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mehr sehen wollt. Beziehungsweise, ob wir es vielleicht mal im Livestream nochmal anzocken sollen oder wie auch immer. Soll vielleicht dann nochmal ein bisschen deeper reingehen. Sonst, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, lasst mir gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht habt, wenn ihr schon gehabt habt. Danke für den Support. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.